Sicher, das ist aber nichts hinterm Rücken, ne? Auch im Sommerhaus wird aus Konfro. Ja, man muss immer den Respekt fahren vor jedem Menschen. Nee, laber nicht, du möchte gern Engel. Die Bombe in mir ist noch absolut nicht geplatzt. Moto! Bitte nicht mich. Eva. Wir werden hier auseinandergenommen. Ach, meine Psyche. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Schick mir einen Engel. Dämliche Olle, guck mal, sie glaubt schon. Taktik, ihr Schlangen, ihr. Und? Wer herrscht in einer Demokratie? Der König. Willkommen zu einer sehr, sehr krassen Folge vom Sommerhaus. Das nervt, nach Hause geschickt mit der Begründung, Entschuldigung, ihr seid zu gut. Ja, diese Woche ist eher auch noch was ganz, ganz Schreckliches passiert. Kennt ihr das, wenn ihr so unterwegs seid und euch denkt, okay, ich warte jetzt kurz noch, bis es aufhört zu regnen, solange bleibe ich jetzt im Auto sitzen? Ich schon. Ich sitze jetzt seit genau 27 Minuten hier im Auto. Warum lässt Gott das zu? Ach so, ich meinte eigentlich lediglich ihr hässliches Kleid. Erst hat sie die SDS nicht gewonnen, weil sie zu gut war und jetzt das. Ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der mich schon provoziert, weil er atmet. Der anderen eine Kugel kriegt. Heißt plastischer Chirurg von Lisha. Atmen stört mich jetzt bei Lisha ehrlich gesagt nicht, aber alles andere und besonders natürlich reden. Am meisten enttäuscht bin ich persönlich darüber, dass ich mich in gewissen Personen oder Menschen so getäuscht habe. Wirklich. Scheiße. Wirklich jeder Plattenproduzent über jemanden, der Annemarie Eifert ins Studio zu, ja, ich sag jetzt mal, Gesangsübungen schleppt. Annemarie, mach's gut. Jetzt kannst du immerhin wieder deinem Beruf nachgehen, wenn auch halt nur unter der Dusche. Und was sagen wir alle zu Annemarie? Sie wird uns absolut zero fehlen. Gut, wobei, eines dürfen wir natürlich nie vergessen. Als ob ich das jetzt merke, was 10 cm. Annemarie kennt auch nur die 3 von zu Hause. Apropos, Tim hat auch ziemlich stark mit dem auszukämpfen. Ich hab links auch so ein Chrono. Zittrigen irgendwie, ja, das ja, ist echt ein bisschen schwierig gewesen. Das liegt jetzt natürlich eher daran, dass Tim seit circa einer halben Stunde kein Gin Tonic mehr hatte. Die echte Show und der echte Kampf sind eben wahr ein Leben. Dankeschön. 50.000 Euro sind schnell weg, aber gesunde geschäftliche und menschliche Beziehungen sind für immer und das haben einige hier vergessen. Tja, lästern, mobben und einfach richtig scheiße sein, das sind halt leider keine Talente, liebe Annemarie. Ich finde es übrigens eine riesengroße Sauerei, dass hier RTL wieder alles verschnitten hat. Das sagen ja alle Stars auf Instagram. Es sieht so aus, als wären Annemarie und Tim raus. Dabei haben die das hier doch gewonnen. Wirklich, ich hasse es hier. Wir sind ja jetzt hier nicht als irgendwelche TV-Personalities ins Sommerhaus gekommen, die von Sendung zu Sendung hopsen. Ich bin erfolgreich in der Musikbranche. Hier wird gerade gelogen. Und in der Showbranche. Es hätte vielleicht dem einen oder anderen gar nicht geschadet, irgendwie vielleicht einfach ein bisschen besseren Kontakt zu uns herzustellen. Was? Das glaubst du wirklich, oder? Ja, aber ein bisschen schade ist es natürlich, unser No-Hit-Wonder. Annemarie hatte so viele schöne Outfits dabei. Leider hat sie davon ja offensichtlich keines getragen. The show must go on. The show must go on. Das ist gerade irgendwie übelste Appetit verloren. Ah, uns allen. Oh nein, Annemarie winkt jetzt wahrscheinlich, bis das Taxi kommt und wird zwischen jedem Song ihr Kostüm wechseln. Hier haben wir ja das Modell Senfglas. So, Lisha putzt sich jetzt nochmal hier schnell das Plastik von den Tränendrüsen ab und weiter geht's. Es kann doch nicht sein, dass all diese hinterhältigen hier durchkommen. Es ist ein Spiel, Lisha. Für sie ist es hier seit Tag 1 definitiv ein Ponyhof. Ich habe so einen Hass in mir, so einen abgrundtiefen Hass. Wir müssen die alle um den Finger wickeln irgendwie. Lisha versteht die Welt nicht mehr. Also wirklich alles, wie immer. Dabei war doch vergangenes Spiel ihr Spiel. Sie dürfte endlich was schlagen. Trotzdem läuft es nicht so, wie sie es vorstellt. Doofe Situation. Das größte Feindbild ist Eva. Martin wirft uns Blicke zu, die beängstigend sind für mich. Teufelsblicke so. Ich habe wirklich Angst, dass Martin mir irgendeine Hypnose verpassen will. Eva schaut in abgrundtief böse Fratzen oder wie wir auch sagen, Evas Dreamdate beim Bachelor. Ich hoffe, dass irgendwann endlich was passiert, wo Eva mal einen Schlag in die Fresse bekommt. Ich will, dass sie nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist. Meinst du, wenn man richtig krass gut mit ihr ist, würde sie uns Diana vorziehen? Sie checken das niemals, weil für mich sind Eva, Chris, Diana und Michi einfach nicht die hellsten
Kerzen auf der Torte. Ja, vielleicht nicht die hellste Kerze, aber Freunde, wie oft denn noch, dafür die herzlichste und das ist viel wichtiger. Witzig, ne, dass sie das Kerzen nennen. In Lishas Fall sind das natürlich Fackeln, ne, wegen der Hexenverbrennung, klar. Unsere Influencer haben natürlich wesentlich mehr drauf, aber was influenzt Lisha eigentlich, Schlauchbrote? Ach so, okay. Glaub mir. Immer noch Magenprobleme? Hatte ich heute Morgen, ja. Muss man kurz zum Doktor. Ich freue mich sehr, dass Lisha und ich uns gut verstehen, ehrlich zueinander sind. Ich glaube, das ist auch etwas, was Lisha an mir zu schätzen weiß. Ich habe innerlich wirklich so ein Upturn auf Eva. Dass du mich da hinschleppst, lass mich nicht mit denen sitzen, mit denen ich eigentlich nichts zu tun haben will. Lisha zu Lou, wenn sie vor einem Bücherregal sitzt. Lisha muss auf jeden Fall ins Dschungelcamp. Nach dem, was heute kommt, bin ich mir da auch nicht mehr so sicher. Und ihr sagt auch zu 70% nein, sie soll auf keinen Fall ins Dschungelcamp. Mein Instagram-Account für weitere Umfragen verlinke ich euch in der Beschreibung. Kommt vorbei, ich würde mich freuen. Hallo! Ja! Wo bleibst du? Komm, wir gehen. Wovor ich am meisten Angst habe, ist, glaube ich, dass Annemarie singt? Fragen. Bei den Mitbewohnern hätte ich ehrlich gesagt eher Angst, alkoholabhängig zu werden. Lou, warum drängst du mich denn so ab? Ja, ich wollte nicht da in der Mitte laufen. Klar ist Lisha geschockt, dass man Leute auch einfach so ins Abseits drängen kann, ohne sie zu mobben. Was zur Hölle ist das? Auf dem Tisch befinden sich Fragen. Wird eine der Fragen falsch beantwortet, müsst ihr beide die Speisen essen. Der Amtssitz des Bundespräsidenten. Bundeskanzler. Immer atmen. Meine Lippen brennen wie Feuer. Das passiert immer kurz bevor die Nähte reißen. Aufpassen. Nächste Frage. Was ist die Mehrzahl von Ankara? Ankara. Ich weiß es. Ankara. Ankara. Setzen 6. Oh, du Dreck. Wie viele Minuten hat ein Tag? Oh mein Gott. Ich habe alles vergessen, weil mir alles so scharf ist. Also gefühlt nur halb so viele wie eine durchschnittliche Sommerhaus der Stars-Folge. Ich komme auf 144. Und fehlt da vielleicht noch was dazu? 1444. Ja! 1440. Ich hab das richtig davor! Warum genau haben die eigentlich alle so wenig Bock auf diese scharfe Soße? Ich könnte die Reaktion nur nachvollziehen, wenn das Gemüse wäre. Wer herrscht in einer Demokratie? Der König. Oh Gott, peinlich. Die Landeshauptstadt von Sachsen. Alter, warum? 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 Ich kann mit dem Wort nichts anfangen. Hessen. Ernsthaft, ich geh kaputt. Man hätte das sicherlich in irgendeiner Weise durchziehen können. Ich kann das nicht. Schatz, ich kann nicht. Also genau das hätten sie eigentlich sagen sollen, als Eva so krass gemobbt wurde. Welcher Baum befruchtet sich selbst, der Glückliche? So eine kranken Bäume will ich auch gar nicht in meiner Nähe haben. Weihnachtsbaum ist meine Antwort. Denk. Ja, ja. Aber er ist doch Influencer und kein Schauspieler. Weißt du, was das Gute ist? Dass ich glaube, das geht heute auch für Chris nicht gut aus. Ja, mittlerweile geht es ja wieder in den Trend, ein Schwein zu sein. Natürlich. Noch ein, zwei OPs mehr und dein Äußeres nähert sich deinen inneren Gedanken gut an. Ich schick dich wieder zur Schule. Ich muss Kacki hier erzählen, wenn du mir die ganzen Schafen zurück. Also, wie kannst du denn echt so blöd sein? Du bist so hohl dann in dem Moment gewesen. Ich hoffe, dass wir wie durch ein Wunder uns safen konnten. Amen. Doch, das liegt an uns. Ja, weil wir zu wenig Allgemeinbildung dann haben. Ja, wahrscheinlich. Die Quote hier an Allgemeinbildung ist so gering, in Fachkreisen nennt man das Ganze auch Sat.1. Aber sag mal, hieß es nicht wegen der ganzen Streitereien, ich will endlich mal den Kopf ausschalten? Ich würde sagen, das ist sehr gut geglückt. Entschuldigung, ich bin noch draußen, es tut mir echt leid. Ich möchte nicht darüber reden. Diana und Michael sind die Sieger des Spiels. Wow. Herzlichen Glückwunsch. Mich kotzt das richtig an, dass sie die ganze Zeit gewinnen. Eilmeldung, die Gosse distanziert sich inzwischen von Lisha so sehr wie der Wendler von der Realität. Ein neues Spiel bedeutet natürlich, dass Eva und Chris wieder eine Chance bekommen, dass sie safen, was halt eben das Schlimmste überhaupt wäre. Ich würde wirklich jetzt heute gerne mal, ne? Keine Sorge, die Steroide verhindern Schlimmeres auf dem Sommerhausklo. Andreas hat jetzt auch wieder was gegen Eva? Es wird immer klarer, es gibt hier nur eine richtige Liebe im Sommerhaus. Die zwischen Andreas und dem Jardin du Carton. Die Männer stehen auf einem Brett und halten sich an einem Seil fest. Die Frauen müssen Fragen beantworten. Ist die Antwort falsch, wird das Seil des Mannes ein Stück länger. Das finde ich so gut. Sie werden mir alle Fragen zuschieben. Ich hoffe, die Buche gehen. Was ist die Fauna? Michaela. Natur.
Das zwischen Andreas Pobacken. Dann haben Lisha und ich angefangen, halt eben mit dem Zublinzeln, wenn wir die Frage wussten, dass wir uns die Fragen dann zuspielen. Wie heißt der Hund von Obelix? Caro. Idefix. Nächste Frage, wer hat am wenigsten IQ? Lisha. Ja. Halb richtig, beim nächsten Mal bitte auch Caro nennen. Weiter. Wer sagt, sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Wenn keiner von uns dreien die Frage wusste, dann hat Eva sie bekommen. Eva. Bam. Nietzsche. Was jetzt auch klar ist, jegliche Umarmung war nur dafür da, um abzutasten, wo man das Messer gut in den Rücken rammen kann. Wie bezeichnet man ein Fahrrad, das Platz für zwei und mehr Personen bietet? Bierbike. Bitte nicht mich. Eva. Schluss mit lustig. Wir werden hier auseinandergenommen. Oh, bitte. Och, du ahnst es nicht. Es ist einfach das Spiel, das die alle versucht haben von vornherein. Wir haben ja wirklich die A-Promis, der Z-Promis und natürlich die V's, die sie hier komplett zerfleischen. Das muss man erstmal schaffen. Welcher Fluss fließt durch Berlin Mitte? Der Rhein? Nein, der ist in Köln. Ich weiß es nicht. Die Spree. Keine Ahnung, das ist ein Fluss? Woher soll ich das wissen, Alter? Wir sind safe. Sätze, die sonst nur im Berghain fallen. Und wie hat Bachelor André noch zuvor so schön gesagt? Seid einfach schlau. Der Bachelor hat das Unmögliche verlangt. Aber ganz vielleicht tun wir Lisha auch Unrecht. Vielleicht ist ihr Verhalten auch einfach eine Folge ihres schweren Unfalles. Den muss es ja gegeben haben. Jedenfalls drücke ich die Daumen, dass man aus dieser Rekonstruktionsplastik der Unfallchirurgie noch was rausholen kann. Wir sind mal wieder nicht gesaved, du Holzkopf. Keiner hat hier auf irgendjemandem rumgehackt. Okay. Chris, kannst du jetzt bitte kommen? Es reicht. Ja, das kann doch nicht wahr sein. Das ist voll der Abfuck. Lass sie sich aufregen einfach. Sie war einfach nur dumm heute und wusste die Antworten nicht. Diese Fliege hier, fliegt die eigentlich nur um Lishas Mund, weil die ganze Zeit gequirlte Scheiße rauskommt? Es ist wirklich unglaublich. Sie liebt diese Opferrolle. Ja. Was hat sie gedacht? Dass sie bis ins Finale so durchrutscht und ihre hässliche Nase bis in den Himmel hebt, bis zum Ende? Nein. Abfuck von vornherein hier. Abfall von vorne. Fühl dich bitte nicht immer angesprochen, Martin. Wirklich, ich habe gar nichts gesagt. Ich meine wirklich nicht böse. Ich habe zu dir überhaupt nichts gesagt, Eva. Ich sage keine Diskussion mit dir. Erstens, Martin lässt einen halben Meter von ihr entfernt und verhält sich dann so kindisch, als würde er mit Laura Müller in eine Klasse gehen. Zweitens, hat Andreas wieder genascht. Und drittens, Lisha macht sich ernsthaft über Evas Nase lustig. Sorry, aber was sollen wir dann sagen? Wir freuen uns alle auf ihre Teilnahme bei The Masked Singer als Magnum Mandel wegen ihrer verpfuschten OPs, oder was? Auf bitte nicht so hyperaktiv. Okay. Danke. So schlimm? Ja. Ich mach dir eine Hilfe. Ich will es selber machen. Darf ich dir kurz drücken? Ich möchte komplett meine Ruhe. Ich weiß, ich weiß. Ich will es einfach nicht mehr. Ich kann es nicht. Kleines, bockiges Miststück, dem man seine scheiß Puppe weggenommen hat. Ja, Eva quengelt hier jetzt wirklich wie Nadel, wenn man ihr zwischendurch mal ein Glas Wasser hinstellt. Aber ehrlich gesagt kann ich es noch der ganzen Nummer total verstehen. Aber hier, Lisha auf Instagram. Der Grund, warum ich komplett ausraste, wurde natürlich mal wieder komplett rausgelassen. Und ich habe tatsächlich den Beweis gefunden. Miststück ist nämlich zusammengesetzt aus... Ich mache jeden Mist mit. Und natürlich... Stückchen Kuchen vom Norma. Miststück. Lisha und Lou sind also eindeutig unschuldig, vor allem der Lou. Nicht weinen, bitte nicht weinen. Ich weiß doch. Wein nicht. Alles gut. Es ist alles gut. Der hier hat mich gezwungen, Eva zu trösten. Er meinte, sei trotzdem cool, du weißt nicht, ob ein Spiel kommt, du weißt nicht, ob sie nochmal das Zepter irgendwie in die Hand kriegt. Ich muss brechen. Ich auch. Gott. Hör auf jetzt, ich mein's ernst. Nein, ich mag das nicht. Ich wollte einfach nicht, dass du den allen die Genugtuung gibst, dass du dich so darüber aufregst. Lass mich bitte in Ruhe. Geht es so schnell? Meine Psyche. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich kippe gleich um. Ich bin Silly. Nicht mehr safe. Und Silly. Die schlechteste Verliererin. Fein. Ja. Caro. Sie ist ja so die Arme. Ja, sie musste ja schon hier reinkommen und alle waren gegen sie. Das passiert, wenn man bei der Nasen-OP versehentlich lobotoniert wurde und deswegen gar nichts mehr checkt. So, ich verspreche euch hoch und heilig, bevor ich ein Video über Caros und Andreas neue Doku-Soap mache und damit ja auch Werbung, stecke ich mir lieber Caros Steroide, spritze hier in den Po. Hoffentlich wird sie jetzt nicht Michi und Diana erzählen, dass wir alle wieder auf ihr rumgehackt haben. Diese Scheiße hier tue ich mir nicht an. Wirklich nicht. Alles Taktik. Das ist alles Taktik. Die ist alles so ein gerissenes Biest. Ein Mensch, der so eine emotionale Intelligenz besitzt, wo einer, der irgendwie 5 Studiums hat und 3 Doktortitels, nicht annähernd ihm das Wasser reichen kann. Dieser Welt fehlt nicht Intelligenz, sondern Herz. Oder beides.
Aber immerhin ist Diana die Ausnahme. Ach, das heißt Studiums? Sicher, dass das in diesem Fall nicht Studümmer heißt? Kannst du schlechter Verlierer sein. Das wird die auch beim nächsten Spiel sein, wenn sie verlieren sollte. Er hat ja hier draußen dann auch gesagt, hör jetzt auf, sonst werde ich laut. Echt? Ja, ja. Weil sie ja sich nicht beruhigt hat. Und das fand ich dann auch. Also das war jetzt kein Lästern. Was Martin von mir hält und denkt, das ist, ich scheiß auf den. Das war kein Lästern und Annemarie ist eine gute Sängerin. Michaela müsste das doch wirklich besser wissen. Sie ist Anfang 50, umgerechnet in Solarium-Jahr, natürlich so um die 70 bis 80. Das zeigt doch, was das für ein Fake ist. Wenn sie so gebildet ist, warum wusste sie die denn nicht? Wie du dann gesagt hast, du bist die Schlauste. Du Ratte! Oh, Eva, echt, sei nicht traurig, aber du bist echt die Intelligenteste. Es wird mich nicht wundern, wenn Michaelas Lieblingslederpflegegeschäft ihr künftig die Gerbungskur ihres Halses verwehrt. Die sind einfach böse. Martin, das ist ganz gefährlich. Immer die Schwächen. Das Würstchen ist so schwarz wie seine Seele. Oh, mehr Liebe ist wirklich nur bei der neuen Bachelorette-Staffel im Spiel. Unser Emre fotografiert ja gerne mal anderen unter den Rock. Alle Cringe-Kandidaten gibt's hier. Ich verlinke euch die Folge. Es ist wirklich sehr gut. Klickt rein. Weißt du, was ich cool fand? Dass nicht alle nur Eva gewählt haben. Alle, ja, jeder hat jeden gewählt. Genau. Das fand ich cool. Ist fair. Das ist richtig geil, genau. Aber wenn du weißt, da schießen sich alle auf dich ein und du kannst eh nichts machen. Da wart ihr, glaube ich, gerade hinten. Ja. Da haben sie gesagt, na, das war fair verteilt, die Fragen. Der hat das gut gemacht. Ja, ja. Und ganz plötzlich sieht Michael die ganze Wahrheit, also wie billig das alles ist. Sag mal, haben wir dafür irgendein Symbolbild? Wie sind die alle? Die einen haben sich verzogen. Ne. Ja, klar. Gute Verlierer, ne? Ja. Ganz genau. Weißt du, weshalb der Lou heißt? Lou kommt von einem Lulen. Warum sagt ihr mir das mit klipp und klar, dass die Arschlöcher schon wieder eine Exekution bei dem Spiel gemacht haben? Hä? Ja, aber das langt bei mir nicht. Sorry, jetzt habe ich ganz kurz nicht aufgepasst. Was ist mit Annemarie, die ist? London blöd. Eine schlechte Verliererin sei sie. Stimmt, sie verliert hier wirklich schneller ihren Verstand als die zwei Konzertgänger von Annemarie Eifeld. Aber immerhin kann das unserer Lisha überhaupt nicht passieren. Also, ich bin Fan von unserer Engelfluencerin. Komm her, dann kriegst du erstmal wieder mal Turmalina. Ja, doch, du kannst es doch jetzt einmal drum tun. Du brauchst das viel besser als ich. Ich hab Gott in mir. Ja, er hat sich wahrscheinlich einen sympathischen Hohlkörper gesucht. Aber Sekunde, wie soll das gehen? Ich meine, der Erfinder vom Sommerhaus ist doch schon längst auf der Welt. Ja, und außerdem heißt es doch, du sollst keine anderen Götter neben Claudia Obert haben. Du stehst da drüber. Das ist scheiße. Weil dann wird es immer schlimmer hier drin. Und sei cool. Lächerlich, lächerlich. Weißt du, was unsere Community macht? Die zerreißen die. Die zerreißen die. Und das ist meine energetische Wolke. Und ich leg dir die jetzt mal so über die Augen. Oh. Das ist also diese energetische Wolke. Oder wie unser Andreas nach dem Chili-Spiel sagen würde. Nur der Mann im Mond. Wer musste auch gerade an Laura Müller denken und wird ganz nachdenklich? So, aber wir waren natürlich hier gerade beim Beef von Lisha und den anderen allen, oder wie sie auch heißen. Noten. Ich merke auf jeden Fall, dass die anderen schlecht über mich reden. Vor allem, wenn man den ganzen Tag mitfrisst bei allen, sollte man doch auch jeden Mal fragen, ob man ein Glas Prosecco will. Nee, muss man nicht. Doch, finde ich schon. Verflucht nochmal, hört endlich auf, über mich zu reden. Hier bin ich. Na, wenn sich jemand mit dem Thema Teilen auskennt, dann ja vor allem unsere Lisha. Du machst doch für alle. Ich mach für uns. Lishas Wahrnehmung ist einfach genauso mies verklebt wie ihre Extensions. So, und jetzt, Leute, wird's wirklich richtig übel. Ist das gerade ernsthaft deren zweite Flasche? Mhm. Wow. Und nicht mal irgendeine Frage, ob jemand auch was möchte. So asozial. Asozial. Weil wir nicht gefragt haben, ob wir was zu trinken haben. Ich hab die einfach mit rausgenommen. Du bist asozial. Ich glaube nicht. Ich nehme uns jetzt so eine Flasche mit. Ja. Doof, wenn man beim Lästern erwischt wird und dann probiert, das Ganze in einen Witz zu verpacken, es aber einfach so offensichtlich ist wie Adelas Narben. Du hast gesagt, ich bin asozial. Warum? Weil ich nicht gefragt habe, ob wir was trinken. Wir haben nicht gesagt, dass du asozial bist. Und nicht mal irgendeine Frage, ob jemand auch was möchte. So asozial. Doch, hat er. Nee, wer hat das gesagt? Hat er doch gerade mir ins Gesicht gesagt. Du
was bist du für ein Dreckstück? Silly, sie heult hier gerade, weil du gesagt hast, Eva ist asozial. Schrei, ist okay. Ich weiß aber genau, was ich gehört habe. Ja, genau. Deswegen habe ich sie auch direkt angesprochen mit der Flasche. Er hat das Lied asozial gesungen. Leute, ich habe selten eine Person gesehen, die einem so eiskalt ins Gesicht lügt und so wenig Skrupel hat. Wenn Lisha so weitermacht, dann kann sie noch nicht mal mehr als unterste Schublade bei IKEA anfangen. Wirklich. Warum fragt ihr nicht mich, wenn ihr was wissen wollt? Wer will denn von dir was wissen? Ja, dann rede nicht über mich hinter meinem Rücken. Mädchen, wer hat gerade über dich hinter deinem Rücken geredet? Peinlich, Alter. Peinlich bist du. Guck es dir an und dann schäm dich für diese Aktion. Mach ich. Wir haben doch zusammen gelacht gerade und du bist rausgegangen. Wollen wir nicht die Flasche teilen? Frag das doch. Selbst Familie Ritter findet, dass Lisha ziemlich asozial ist. Ich glaub mir nicht. Eine Sekunde. Mach dein Ohrschuh, mach dir aus meiner Leitung raus, du Birne. Was hat sie dir erzählt? Sei ehrlich. Guck natürlich hat sie wieder gelogen, weil du ein Dreckstück bist. Ey. Ein verlogenes Dreckstück. Hallo, Lisha, reich. Du hast mir gar nichts zu sagen. Halt deine Fresse, sage ich dir. Asozial bis zum geht nicht mehr. Schäm dich. Für was? Ihr seid die F*** hier drinnen, nicht ich. Asozial. Ja. Na, die sagen ja immer, das war gar kein Lästern. Das mit André und Kubi war natürlich dann auch kein Spucken. Lisha hat natürlich nicht gelogen. Sie hat ja da was mit dem Jochter gemeinsam. Ich bin so ein kleiner Gerechtigkeitsfanatiker. Dass sie eine Fanatikerin ist, ja. Und der Rest ist wie alles andere auch gelogen. Die Beleidigung von dir, Lisha, war nicht in Ordnung. Ist mir scheißegal. Meine Follower wissen genau, wie ich bin. Ja, man muss immer den Respekt fahren vor jedem Menschen. Nee, ihr nehmt immer nur eine Seite. Nein, ich hab gedacht, wir nicht. Ihr, ihr nehmt immer nur die Schwachen in Schutz, die armen Schwachen. Ja. Unser Hobbypsychologe bemängelt natürlich, dass man die Schwachen in Schutz nimmt. Ja, wie kann man auch nur, ne? Da gehen natürlich die Standpunkte hier weiter auseinander als Lishas Lippen, wenn sie in der Sonne sind. Die ist ein Nichts. Zero. Pass auf, ich will jetzt was sagen. Nee, aber ich kann nicht mehr dazwischen gehen. Wenn du jetzt dahin gehst, kann ich dich nicht schützen. Wenn du redest, dann kann ich ja nichts dazu sagen. Und du brüllst ja. Also muss ich ja irgendwie dagegen ankommen, weil du hast es missverstanden. Ich weiß, dass ihr es asozial empfunden habt. Eva, tu mir mal den Gefallen und steh mal bitte nicht so vor ihm. Ich mag das nicht. Übertreib es nicht. Du kannst wieder gehen, wir haben alles geklärt. Du hast mir nichts zu sagen. Das Zepter der Tobsuchtsanfälle hat unser André ganz erfolgreich an die Lisha übergeben. Ja, also irgendwie bin ich fasziniert an diesem Grauen wie Vera in Tween an menschlichem Leid. Und gleichzeitig finde ich das genauso abstoßend wie Caro das Thema Bildung. Haha, wie witzig. Die Bombe in mir ist noch absolut nicht geplatzt. Das war erst die Zündschnur. Ich habe gesehen, wie ein Mensch hier fast zerstört wurde. Sorry. Oh, Diana, weil wirklich? Ich mir meine Meinung selber bilde. Eben, aber das ist schade. Das ist eine F*** für mich. Es hat einen Grund, warum sich 14 Leute gegen 2 Leute stellen. Warum eigentlich nochmal? Ich habe dich im Fernsehen gesehen und ich habe dich da einfach nicht leiden können. Sagt diejenige, die RTL unterstellt, dass alles falsch zusammengeschnitten ist. Oh mein Gott, wie dumm du bist. Ganz egal, wie das hier alles verdichtet wurde von RTL. Miststück und so weiter und so fort. Das habt ihr alles gesagt. Ich werde mich immer für die schwächere Seite. Bin ich schwach, weil ich hinterhältig bin und niemand mit mir zu tun haben will? Sicher, das ist aber nichts hinterm Rücken, ne? Pass ja, aber auf, ist das sicher du nicht hinterhältig? Redest, ich bin eine Frau, ich halt rede deine Fresse! Frau nicht aber ist ja nicht hinterhältig. Ist mir scheißegal, was aber denn? Rede mit mir wie ein Mann und nicht wie okay. eine Frau. Halt deine Fresse, sage ich dir. Rede anständig. Okay. Okay. Denkst du, hier sitzt ein Opfer oder was? Sind das eigentlich diese super lustigen Grillabende, von denen Lisha auf Instagram immer spricht? Immerhin, im Gegensatz zu Folge 8, wissen sie auf jeden Fall nach dem Sommerhaus, was ein Rückwärtsgang ist. In Sachen Karriere. Wie redest du? Mann, dich hört keiner alles. Da ja, hast du gesehen, eine Frau anzuschreien ist okay. Und dann will ich auch ja, mit dir gar nichts mehr halt zu tun haben. Von mir. Ich hab keinen Bock mehr. Dann bist du für mich genauso falsch wie der Rest hier. Aber sie lässt ja auch keine andere Meinung zu, ne? Nein. Was ja, ist das für eine Art und genau. Weise? Sie lässt einfach überhaupt keine andere Meinung zu. Stimmt? Ach, sie sprechen gar nicht von Lisha. Beim Stimmungsbarometer müssen heute alle 2 Stimmen abgeben. Michaela und Martin, 4 Stimmen. Caro und Andreas, Eva und Chris, 3 Stimmen. Ich habe euch nominiert und ja, euch nee. Nur und mal... Keiner hackt auf euch rum, siehst du ja. Die taktischen Gründe sind, dass wir Eva und Chris im Sicheren wiegen wollen. Genau. Also konnte ich ihr noch an den Kopf klatschen, du kleine Ich habe dich nämlich nicht gewählt. Das ist die lächerlichste Nummer und Aussage, die ich je gehört habe. Das ganz große Problem ist einfach, dass unsere Lisha viel zu gut in allem ist und überhaupt keine Konkurrenz hat. Garantiert nicht im Sommerhaus und garantiert nicht in diesem Universum. Sich so zu demontieren für 50.000 Euro, unglaublich. Dämliche Olle, guck mal, sie glaubt schon. Taktik. Ha, ihr Schlangen, ihr.
genau das soll sie glauben. Hinterhältig ohne Ende, was sie da abzieht. Könnt ihr euch noch an Folge 1 erinnern, als wir dachten, das gibt nichts Asozialeres als diesen Kubi, der dem André ins Gesicht gespuckt hat? Wie bescheuert wir waren. Schneller als Andres Gruppe haben sich nur Wendlers PR-Deals in Luft aufgelöst. Krass, was für eine krasse Energie du hast. Das ist Wahnsinn. Das ist wirklich das Irrenhaus, Mann. Wir sind hier mit psychisch Kranken. Holt die bitte ab mit weißen Westen, ich mein's ernst. Sommerhaus und Psychiatrie, ich weiß ehrlich gesagt noch nicht so ganz, wo der Unterschied ist. Was ist der Unterschied? Richtig, in diesem Fall ist es dank der Pharos erweitert um ein Pflegeheim. Klar ist die Lisha sauer, hier auf dem Boden rumrobben und irgendwie an Typen rumwedeln. Das ist doch eindeutig der USP von Annemarie. Ich war im Bad vor einer Woche und da sagte Lisha, ey, weißt du, an wem du mich erinnerst? An diese Elena Fürst. Diana, warum sagst du mir das nicht ins Gesicht? Warum sagst du mir nicht ins Gesicht, dass ich hinterher bin? Ich rede also nicht mit dir. Ich rede nicht mit dir. Bitte, die soll einfach die Klappe halten. Ich soll die Klappe halten? Wirklich, ja, du sollst die Klappe halten. Halt deine Fresse und rede schrei, richtig. Schrei weiter, halt deine Fresse, sage ich dir. Komm, komm. Kleine hässliche Ratte, komm. Ey, das haben Diana und Michaela einfach nicht verdient. Die haben ein Herz, das größer ist als Lishas aufgepumpter Arsch. Lisha regt sich über Diana auf, weil sie über sie redet. Also das, was Lisha die ganze Zeit über Diana macht. Geil. Muss das einen Sinn ergeben? Nein, das muss wirklich keinen Sinn ergeben. Genauso wie Lishas mediale Karriere. Willst du mich verarschen? Aufhören. Wer bist du? Ganz Deutschland hasst dich. Wer bist du? Und jetzt? Nein, verpisst euch. Was ist denn schon wieder los? Was ist Dreck seid ihr, Dreck. Reflektier dich mal selber, warum du da so hoch gehst. Warum gehst du da so hoch? Michael, mach's doch ganz einfach. Redet ihr nicht hinter unserem Rücken, wir reden nicht hinter eurem Rücken. Es ist kein Rücken. Ach so, ab jetzt oder was? Ey, vor wenigen Minuten hat er sich über Eva noch so aufgeregt, als wären die Correga-Tabs alle. Was ist das heute hier für eine Folge? Mein Puls rast, ohne Witz. Warum holst du sie nicht dazu? Weil es ein Gleichnis ist. Wenn ich über Jesus spreche, dann hole ich auch mir Jesus dazu. Michi, aber Jesus ist nicht hier. Jesus ist tot. Aber unter meiner Fußsohle bist du. Ich liebe Mutter Erde. Ich habe so viel von dir gehalten, aber du bist genauso ein Dreck wie die Mutter neben dir. Und ich bin gern die Erde unter deinen Füßen. 1:0 für unsere Engelfluencer. In Sachen Jesus und Gott macht ihnen eben keiner was vor. Das ist wie bei Caro und Andreas. In Sachen etwas nicht steif bekommen, macht ihnen auch keiner was vor. Böse. Diana, ich bin Fan, auch wenn du natürlich Laura Müllers Lieblingsshirt trägst. Du wurdest hier rausgewählt und bist wieder hier, weil jemand gehen musste. Keiner wollte dich hier haben, Alter. Durch deine Nicht-Selbstreflexion. Außer die kleine daneben dir. Reflektiere dich selber, sonst wirst du alles verlieren, was du in deinem Leben liebst. Diese Frau hat gerade ihre ganzen Masken, was auch immer, fallen lassen. Wäre gerade gar nicht passiert, wenn die ihre Fresse gehalten hätten und meinen Namen schon in ihren Maul genommen hätten. Jetzt habe ich mir eine Sekunde nicht hingeschaut und ich glaube, ich muss mich wirklich entschuldigen. Das war der Beste, was du in deinem Leben liebst. Der Ton, den ich jemals von Annemarie gehört habe. Ja. Wärst du so ein guter Mensch, wenn so du, spirituell, du Unicorn, dann wärst du zu mir gekommen und hättest gesagt, was du für Probleme hast. Du bist zu laut, ich kann nicht mit dir sprechen. Du bist genauso laut, laber nicht, du mächtiger Engel. Lisha, willst du die Situation wissen, ja oder nein? Juckt mich nicht. Okay, dann hör auf zu beleidigen. Keiner hat über mich zu reden. Entweder als kommst Beispiel, du mir. Nicht über dich. Schrei nicht, sag ich dir, du aggressiver nicht so Alter. Lisha sagt Michael, er soll nicht so schreien. Lisha? Michael, sei lieber vorsichtig und näher dich nicht noch weiter, Lisha, sonst wirst du von diesem Vakuum wahrscheinlich eingesaugt zwischen ihren Ohren. Das Einzige, was unsere Lisha noch juckt, ist mit Fake-Profilen auf ihrem Instagram-Account zu kommentieren. Du bist so lächerlich. Du wurdest gef***t und stehen gelassen, Mädchen, und das ist dein größtes Problem. Peinlich. Peinlich, du musst so schlecht sein im Bett. Für so ein Mundwerk. Dass er Gott sei Dank Jenny Zero hat. Das wird richtig lustig jetzt. Schön. Juckt mich null, was du erzählst. Juckt dich, deswegen bist du hier, deswegen hast du sie rausgewählt. Du bist neidisch auf die zwei. Du bist so geil, ich schon neidisch. Du bist das Allerletzte, das habe ich dazu zu sagen. Deine 700.000 Follower kannst du jetzt in den Arsch schmieren.
Die ist die hinterhältigste Ratte, die ich in meinem Leben jemals gesehen habe. Ganz ehrlich, werden die zu Hause auch weiterhin ununterbrochen über Eva reden? Nachtruhe, Lisa sperrt natürlich ihr Haarteil wieder in den Käfig, weil es steht noch was ziemlich Gutes an. Die Frau, die am schnellsten die Rechenaufgabe löst, darf einem bereits gesicherten Paar den Schutz wieder nehmen. Wer wird den Schutz verlieren? Lisa oder Diana? Was glaubt ihr? Schreibt es in die Kommentare. Wenn euch mein Video gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall ein Abo mit Glocke da und gebt mir einen Daumen nach oben. In der vergangenen Folge hat Lisa durch eine Intrige tatsächlich dafür gesorgt, dass Annemarie raus muss. Dabei sind sie ja eigentlich Freundinnen. Unfassbar. Und falls ihr das schon gesehen habt, guckt auf jeden Fall in die neue Bachelorette-Staffel rein. Es sind viele Cringe-Kandidaten dabei. Es lohnt sich sehr. Die ganze Folge verlinke ich euch wie immer in der Beschreibung. Viel Spaß mit allem und bis ganz bald. Ciao.